Meine Damen und Herren, liebe Gäste, nun kommen wir zum Hauptkampf des heutigen Abends. Die deutsche Meisterschaft im professionellen Muay Thai über 5 Runden à 3 Minuten. Meine Damen und Herren, es geht um den vakanten Titel der ICBO in der Gewichtsklasse plus 91, über 91, den Super-Schwergewicht. Ich rufe in die rote Ecke vom Fight Club Leverkusen Libidon Memişi. Ich begrüße auch im Ring seinen Trainer, Basti Hofstein. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, nun rufe ich in die blaue Ecke vom Sportpalast Bielefeld. Meine Damen und Herren, Sportplatz Bielefeld. Meine Damen und Herren, Libidon Memişi, 20 Jahre alt, 108 Kilo Kampfgewicht. Auf der anderen Ecke, Kenan Akbulut, 30 Jahre, 122 Kilo Kampfgewicht.
nächste Runde. Come on,
Kanzler der ICBO, Dr. Sigo Mumitaina, auch einmal in den Ring. Sieger dieses spannenden deutschen Meisterschaftstitelkampfes durch K.O. ist Kellerbund vom Sportpalast Bielefeld. Meine Damen und Herren, und somit ist der neue deutsche Meister im professionellen Muay Thai. Ein Applaus auch an den Gegner vom Fight-Club Leverkusen, Lirigon Nemishi. Meine Damen und Herren, somit ist Kenan Akbulut neuer deutscher Meister im professionellen Muay Thai im Schwergewicht. Wir gratulieren alle mit einem Applaus. Ein Applaus natürlich geht auch an beide Kämpfer, auch an Kenan Akbulut. Ich kann mich ein bisschen aus der Puste, kannst du ein paar Worte sagen. Wir würden gerne bestimmt alle wissen, wie die Zukunft aussieht, ob du schon irgendwas in Planung hast oder nicht. Ja, als allererstes herzlichen Glückwunsch an Kinder. Hat er gut gemacht. Ja. Und natürlich kämpfe ich jetzt weiter. Ist nicht vorbei mit dem Kampf. Das heißt, jetzt wird weiter trainiert für die nächste Herausforderung. Ganz genau, so sieht es aus. Dann ein Riesenapplaus auch für die Fairness, die in ihrem Kampf erlebt und gratuliert seinen Gegner. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Kenan und Dankeschön an die Zuschauer, die gekommen sind, mich zu unterstützen. Wir bedanken uns auch und wünschen dir alles Gute in der Zukunft für die nächsten Kämpfe. So, Kenan. Jetzt stehe ich neben dem frisch gebackenen, professionellen deutschen Meister im Muay Thai im Schwergewicht. Wie beurteilst du, was meinst du, woran hat es gelegen, dass du gewonnen hast? Was meinst du, woran es gelegen hat, dass du gewonnen hast? Kannst du dir irgendwas sagen dazu? Ja, also erste Runde war der Lirigon sehr stark, wie erwartet. Aber ich habe gut dagegen gehalten, in der zweiten Runde habe ich ihn besser in den Griff. Und dann, Gott sei Dank, in der dritten Runde das K.O. Ja, das heißt also, der Gegner war schon schwer zu kontrollieren, aber dann wurde er doch noch umgerissen. Ja, wie gesagt, also starker Gegner, Lirigon. Habe ich vorher schon gerechnet, dass er anstürmt. Aber wie gesagt, ich habe gut dagegen gehalten und dann lief es. Vielen lieben Dank. Also jetzt hast du dir erstmal den schönen Gürtel, den ich ja nur zur Probe halten durfte. Den hast du dir natürlich verdient. Wie sieht das denn jetzt aus? Wirst du jetzt erstmal ein Päuschen machen, ein bisschen Urlaub oder sagst du, nein, Training geht weiter, die nächsten Kämpfe stehen schon vor der Tür? Ja, natürlich geht das Training weiter. Also Pause kann ich mir jetzt nicht mehr erlauben. Jetzt habe ich den deutschen Titel der ICBO und ich komme auf weitere Kämpfe, um weiter anzugreifen. Dann bedanke ich mich recht herzlich in meinem Namen, im Namen von Niala Pantyk. Wir gratulieren dir nochmal mit einem Riesenapplaus für den Titel und dass du den Namen hast. Vielen lieben Dank und Heimreise. Dr. Yao, als Großmeister der ICBO, möchten Sie vielleicht ein paar Worte zur Veranstaltung sagen? Wie hat Ihnen gefallen? Wie waren die Kämpfe? Ja, wir haben ja gut gefahren. Was so hoch organisiert, war gute Kämpfe und alles so sauber. Abgelaufen. Genau, das ist das Wichtige, dass alles sauber abläuft. Saubere Fernkämpfe. Schlägerei, eine Kritik, nette Siege. Prima. Ich bedanke mich im Namen von Sebonia Adamtürk, dass Sie heute hier anwesend waren. Wie immer, Sie lassen uns nicht im Stich. Meine Damen und Herren, der Großmeister der ICBO, Dr. Sigo Mintanyao, einen Riesenapplaus, meine Damen und Herren.